Mahlzeit, da ist der Jenny wieder und natürlich Gothic 3 auch. So, wir haben im letzten Part ein paar Quests eingesammelt und jetzt wollen wir noch mal gucken, was hier los ist. Benimm dich in dieser Stadt, Neuling, sonst wirst du als Fischfutter enden. Oh, das ist scheiße. Wessen Haus ist das hier? Hier wohnt Uruk. Er ist der Boss der Stadt. Komm nur nicht auf die Idee, ohne Erlaubnis durch diese Tür zu gehen. Klar? Klar, auf die Idee bin ich gerade gekommen. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Auf die Idee bin ich gerade gekommen. Wenn du wirklich zu Uruk willst, musst du erst deine Absichten zeigen. Arbeite für uns. Außerdem verlangt Uruk von jedem Mora, der mit ihm sprechen will, einen Tribut, gerichtet an die Stadt Khabdun. Eine Stadt verwaltet sich nicht von alleine. Wenn du ihm Zeit stehlen willst, musst du dich dafür erkenntlich zeigen. Verstehen. Verstehe ich das wirklich? Welchen Tribut verlangt die Stadt Khabdun von mir? Du wirst einen kleinen Teil deines Goldes der Stadtkasse überreichen. Uruk verwalte die Stadtkasse. Das Gold zahlst du aber an mich. Aha. 250 Goldstücke. Die muss hier jeder Morat zahlen. Außerdem bekommt Grobok 5 Keulen gebratenes Fleisch. Er verteilt es an die Stadtwachen. Hoffentlich frisst er sie nicht wieder alleine. Zu guter Letzt gehen noch 3 Wolfsfelle an Urkras. Er kümmert sich um die weitere Verarbeitung zu Decken und solchem Zeug. Ich hoffe, du hast mir zugehört, Mora. Ja, 250 Goldstücke bekommst du, 5 Kollen gebratenes Fleisch gehen an die Stadttorwache Grobok und Urkras erhält 3 Wolfsfelle. Es ist deine Entscheidung, wann du den Tribut entrichtest. Allerdings wirst du nur dann zu Uro können, wenn alles erledigt wurde. Ja, ist ja ein Ding. Das mache ich aber noch nicht. Ja, jetzt haben wir, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, habe ich jetzt zwei Möglichkeiten, da mit ihm zu sprechen. Entweder ich erledige alle Aufgaben und werde dann vorgelassen, quasi. Oder ich mache diese andere hier, gibt da irgendwelches Zeug ab. Also ja, das werden wir halt ausprobieren. Das werden wir alles testen, Leute. Da machen wir uns jetzt nicht in die Hose. So, und hier war ja noch irgendwie irgendwo so ein Kollege. Jetzt will ich mal ganz schnell hier hingehen. Hier steht was über Alchemie. Ja, krass. Da freue ich mich aber. Wo ist er denn hier? Der? Verflucht. Ja. Was willst du? Ich will mit dir sprechen ein Dich habe bisschen. ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Tja, das ist nämlich die Sache. Ich suche nämlich jemanden, der Kohle hat. Was machst du hier? Ich bin der Alchemist der Stadt und sehr beschäftigt. Ist ja ein Ding. Oh. Kannst du mir Alchemie beibringen? Tu etwas für mich, dann werde ich sehen, was ich für dich tun kann. Ja, was soll ich denn für dich tun, du Pimmelnase? Verkauf mir deine Tränke. Wo kommen wir denn dahin, wenn ich jedem Dahergelaufenen meine Ware verkaufe? Dafür wirst du schon etwas tun müssen, Meister der Dreistigkeit. Ah, kein Problem. Was willst du? Ich brauche einen Sack voll Zutaten für meine Arbeit. Besorge mir ein Dutzend Heilpflanzen und wir kommen vielleicht ins Geschäft. Habe ich die? Ich glaube schon, ne? Ich frage ihn trotzdem mal. Wo finde ich Heilpflanzen? Schau mal oben am Leuchtturm. Gestern habe ich dort einige gesehen. Ja, ich habe auch welche gefunden, hätte. Waren das denn 12? Ich habe die Heilpflanzen, die du wolltest. Und die kann ich Tatsache. auch gut gebrauchen. So. Bring mir was über Alchemie bei. Das wird ja später interessant. Da gab es früher mal einen Bug, da habe ich mich so geärgert, ne, in dem Originalspiel, dass ich dieses hier nicht erlernen konnte, weil das halt ein Bug war. Du hast das zwar hier abgegeben und das war auch in dem Fertigkeiten-Menü angezeigt, aber leider konntest du es nicht. Und das war Verkauf so mir deine Tränke. scheiße. Gut, dann lass mal sehen, wie viel Gold du hast. Oh, ich habe schon was. Hast du auch unsere Rettung? Ausdauertrank und so weiter und so fort. Ja, da freue ich mich aber, du. Alte Kacke, du. So, da werden wir mal ordentlich was verscheuern hier. Das Krusch Camp Bock, das ist schon ziemlich geil, ne? Also, ich meine, aber, weißt du was? Werden hier noch so viele Orks töten und ich weiß nicht, ob wir das wirklich brauchen.
Das ist schon ziemlich geil. Ich weiß auch nicht, ob man das reparieren kann. Also weg damit. Dann haben wir zwei Händler, den brauchen wir auch nicht. Und also man braucht sich hier keine Sorgen machen übrigens, weil die Sachen, die man ausgerüstet hat, die werden nicht verkauft. 3000, reicht das erstmal? Gute Frage, ne? Also ich verkaufe mal noch das hier und das hier. 3000, so, das kannst du mir erstmal geben, Kollege. Die brauche ich nämlich ganz dringend. Und zwar hätten wir damit schon mal unsere Schildparade. Das ist schon mal ganz wichtig für mich. Da werde ich noch mal glatt hier oben hin zu einem Kollegen gehen. Steh auf, Junge! Der Alchemist ist sehr zufrieden mit dir. Nicht schlecht. Ja, grazie. Grazie milde. So, hier sind die... ich muss immer aufpassen, dass ich den jetzt nicht verrate hier. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Hätte ich vielleicht später machen sollen, ne? Bring mir bei, wie ich mit dem Schild parieren, du. Tausender kostet das nur. Ich habe doch hier unten geguckt. Bring mir bei, wie ich mit einem Schild pariere. Der Weg des Schildes ist der Weg des Soldaten. Dann pass auf. Dein Schild ist dein bester Freund. Also trage ihn immer bei dir. Mhm. Er schützt dich gegen die meisten Attacken. Auch gegen Pfeile. Mhm. Ach ja, noch eins. Der Schild gehört nicht an deinen Waffenarm. Das ist ja ein Ding. Aber das hätte ich noch nicht gedacht, du. Das war aber komisch. Also das finde ich aber... Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Das habe ich jetzt mal gemacht, damit ich sehe, hier fehlen mir noch 55 Punkte, ne? Bis die Kollegas mit mir hier zufrieden sind. So, jetzt haben wir unser Schild, was wir jetzt tragen können. Ach, hier habe ich auch noch jede Menge. Guck mal hier. Das Spiel habe ich gewonnen, wollte ich sagen. Oh ja, da haben wir schon ein besseres gefunden. Mittlerweile. Da werden wir das natürlich auch ausrüsten, ne? Jetzt haben wir schon mal ein Schild, das ist schon mal schön. So, jetzt darf man natürlich in der Stadt drin, darf man nicht, ich wiederhole nicht, hier die Waffe ziehen, sonst werden die alle ziemlich stinkig hier. Deswegen gehen wir jetzt mal raus vor die Stadt. Da geben wir auch noch dem Jungen da sein Fleisch, damit er uns nicht vom Fleisch vom selbigen fällt. Und ja, es ist natürlich wieder stockduster. Ich gehe jetzt mal ohne Fackel, so wollte ich sagen, hier hin. Und werde mit Marek nochmal reden. Ich habe hier dein Fleisch. Ich habe Fleisch für dich. Super, danke, Mann. Hier sind die Heilpflanzen. Wir würden ein gutes Team abgeben, du und ich. Dreimal. Der Wahnsinn, Junge. Ob ich dich zurückbringe, weiß ich noch nicht. Für so ein bisschen Heilpflanze. So, jetzt will ich mal eben gucken hier. Der zieht doch jetzt sein Schild und ich kann so blocken. Genau, perfekt. So habe ich mir das gewünscht. Natürlich erstmal nur so. Ich habe ja diesen Wolf schon geplündert, dummerweise. Jetzt muss ich ganz schnell zum Jens. Da gehen wir jetzt hin. Hoffen uns, dass hier kein Wolf auf der Lauer liegt. So, dem haben wir also das gegeben. Jetzt will ich mal gucken, was wir brauchen. Warum wächst du mich? Ja, weil ich was brauche, Digga. Ah. Das können wir auch abgeben. Machen wir auch. Hier, das dürften dann alle Wolfsfälle sein. Lass mal sehen. Ziemlich gute Qualität. Dafür kriege ich sicher einen guten Preis. Ja. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie du jagst. Das wird schön. Weil das wollte ich nämlich. Bring mir was über die Jagd bei. Und zwar hätte ich gerne gewusst, Wildtiere ran schneiden, wie kann ich das Fell abnehmen? 505 Lernpunkte. Dazu bist du noch nicht bereit. Dir fehlen 20 Jagdgeschickpunkte. Oh, Scheide. 1. Nur weiter so. Also 5. Nur weiter 10. So. Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Oh, ficken. Zu wenig Lehrpunkte. Ja, da müssen wir jetzt unbedingt nochmal aufleveln. Aber das möchte ich schon noch gerne haben. Ah, oh, Kagi-Arsch. So, du hast aber nicht zufällig einen Amboss hier rumstehen, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Ist ja blöde. Ey, sag mal, habe ich irgendwo was übersehen, Leute? Ich muss mir, glaube ich, das Video nochmal angucken. Irgendwo war doch so ein verschissener Amboss, oder nicht? Vertue ich mich da so, dass hier gar keiner war? Gar keiner? Überhaupt gar keiner? Ich kann es mir am besten nicht vorstellen. Ich meine, hier wäre mal irgendwo einer gewesen. Aber wahrscheinlich habe ich es irgendwo vergessen. Ich mache nochmal eine kleine Tour durch die Stadt kommen, also... Komm, die Folge ist eh gleich zu Ende. Und ihr könntet ja auch mal abschalten. Wenn ihr keinen Bock drauf habt. Ich werde jetzt nur mal eben schauen, ob hier irgendwo ein Amboss war.
Weil verdammte Axt, ich will doch so ein scheiß Schwert haben. Damit wir hier ordentlich Gummi geben können. Ich mache jetzt nochmal eine Fackel an. Entschuldigung, ich habe so einen leichten Raucherhusten. Ja, mit dir muss ich auch noch einen klar machen. Ich weiß noch nicht, was für einen. Da werden wir mal schauen. Das kann doch nicht wahr sein, Digga. Habe ich echt hier keinen... Hier ist so ein Schleiferstein, ne? Ja, hier. Aber wo ist dieser verschissene Amos? Kann ich hier nur schleifen? Ich will aber nicht nur schleifen. Vielleicht möchte ich auch mal eine Waffe basteln. Ihr Nilkpissen. Kann mir nicht egal sein, du Arsch. Ich weiß nicht, ob man die so im Hintergrund hört. Wäre aber ziemlich cool, wenn es so wäre. Ich denk darüber nach. Seruk. Ah, mit Cyrus haben wir auch noch nicht geredet. Ja, dann machen wir das. An deiner Stelle würde ich direkt wieder verschwinden. Warum? Jo. Hier ist nichts los, Mann. Kein Gold, keine Frauen und der Schnaps ist auch ständig alle. Kannst du dir das vorstellen? Nachtwache ohne Schnaps? Das Einzige, was für Abwechslung sorgt, sind die Arena-Kämpfe oben am Turm. Ja. Was würdest du lieber machen, als Nachtwache schieben? Einen ordentlichen Kampf mit der Banditenplage ausfechten wäre genau das Richtige. Was genau meinst du? Noch nie von Ortega gehört? Er ist der Boss der Banditen in der Küstenregion. Ziemlich harter Haufen, diese Banditen. Würde da gerne mal aufräumen. Ja. Ja, machst du immer so viel? Gib mir eine Flasche Schnaps und wir zwei werden die besten Freunde. Deckard rückt ja nichts raus, der geizige Hund. Hör mal, Schnaps haben wir bestimmt da. Ich habe hier eine Flasche Schnaps für dich. Genau das, was ich jetzt brauche. Danke, Mann. Alles klar. Ja, die Banditen jagen wir später mal. Haben wir schlechte Erfahrungen. So, wenn wir das jetzt noch reinkriegen, wir schaffen das, glaube ich, noch. Wir haben jetzt wieder, Moment, C, da haben wir 10 Lernpunkte. Ach, scheiße. Ich brauche noch ein Level Up. Verdammte Kacke, ey. Ich brauche noch ein Level Up. Das lohnt jetzt nicht, erst dahin zu latschen und dann... Wisst ihr, was ich meine? Jetzt ist die Frage, die ich mich frage, ob ich mir jetzt schon mal eine Rüstung kaufe. Ich glaube nicht. Ich werde jetzt erstmal hier so rumhampeln. Und dann muss ich ja den Schmied da noch irgendwie... Also ja, ich weiß ja nicht. Ich habe auch schon wieder die Hälfte vergessen von den ganzen Quests, die wir machen müssen. Also mindestens die Hälfte. Ich habe bestimmt noch mehr vergessen als die Hälfte. Ja. Dann. Ich werde mal hier mich auf den Weg machen. Mal kurz. Ein bisschen was. Der hat doch zwei Betten hier, ne? Da könnten wir vielleicht uns mal hinlegen, eben kurz. Warum weckst du mich? Ja, naja, da nicht. Ach, scheiße. Ja, tut mir leid, Digga. Aber weißt du was, wenn wir schon mal hier sind, du. Warum weckst du mich? Ja, weil ich noch mal eben was über die Jagd singen... Bring mir was über die Jagd bei. Singen hätten Täter wollte. Ich will dir das Feld abnehmen. Dazu bist du noch nicht bereit. 10 tatsächlich Punkte, ey. 10 Punkte, scheiße. Gut so. Ja, gut so. Gut so. Dankeschön. Arschelock. Aber jetzt will ich den... Jetzt will ich denen nämlich das Fell abnehmen. Das geht nicht, ich habe keine 5. Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Shit, Mann, shit. Verdammte Kacke, ey. Hast du Kohle? Zeig mir deine Ware. Oh ja, er hat Kohle. Aber ich will auch nicht so viel Geld jetzt hier mit mir rumschleppen, weil wenn man nämlich hier jetzt mit einem kämpft, also mit jemand anderem, also mit einem menschlichen Charakter, kann man ja hier auch kämpfen, ganz logisch. Da hat man nämlich das Problem, dass wenn man dann verkackt, dann ist es nämlich so, dann ist nämlich, dann nimmt er dir das Geld ab. Oder zumindest ein Teil davon. Und das möchten wir natürlich nicht. Aber jetzt haben wir mal einen dicken Leck hier drin gehabt. Aber da sieht man den Mond ganz schön, herrlich. Und da hinten kämpfen welche. Ja, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge mit diesem Bild hier, mit diesem wunderschönen. Verabschieden wir uns dann mal.
Und ich sage bis zum nächsten Mal. Schönen Dank, dass ihr da wart und zugeschaut habt. Also macht das gut. Bis dahin. Ciao, ciao.